mal raus. Und ja, wer sich jetzt wundert, okay, wir haben bestimmt noch keine Dauerzuschauer, die dann alle Parts gucken, aber trotzdem. Dass wir ein Rennen nicht hochgeladen haben, übersprungen haben, liegt daran, wir haben alles schön aufgenommen und beim Rennen verkackt. Ist verkackt und ist zuerst die Aufnahme gecrashed und dann ist auch noch zwischendrin wollten wir halt nochmal fahren und dann haben wir das Rennen beendet. So, wir waren noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, und dann stand da Deutschland, nächstes Rennen. Tja, und hier sind wir. Ja. Deswegen wird Silverstone komplett nicht hochgeladen. Würde ich mal sagen, oder? Jo. Das lohnt ja dann nicht. Wir können ja dann nochmal nur so ein Nachholrennen machen für Monaco. Für Monaco und was brauchen wir noch? Für Silverstone, genau jetzt. Jo. Ja. Jetzt Deutschland, ne? Mhm. Warte, bleib mal da stehen. Ich zeig dir jetzt mal, wo ich saß, als ich da auf der Motorkursshow war. Komm mal weiter noch ein bisschen. Ich mag die Strecke aber nicht so. Doch, ich finde die cool. Oh, Strecke war hier drum. Ding ist verkackt. Sagst du da hinten so? Warte. Auf Stand und Ziel? Bei Stand und Ziel? Oder? Einmal da, wo das Gelbe ist, wo die gelbe Tribüne hier vorne ist. Ja. Da oben saß ich und das zweite. Oh, Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und einmal da oben, wo das Blaue ist, da oben. Okay. Ich hab's gesehen. Ich hab mit dem Finger drauf gezeigt. Ja! Ach da, Manuel! Also, wo warst du da genau? Also, was hast du da gemacht? So, da war halt so eine Motorradshow. Also, auch so Rennen? Genau. Okay. MotoGP und so. War ja auch die große, also richtige MotoGP? Naja. War das laut? Ja, geht eigentlich. Also musst du nicht. Das laut, aber jetzt nicht ohrenbetäubend. Achso. Und wie viele Tage warst du da? Ein. Okay. Waren irgendwie 7 oder 8 Rennen an dem Tag. Hast du alle angeguckt? Ja. Und hast du einen Unfall gesehen? Ja, der eine so, also, keine Ahnung, der war 17 oder 18, hat sich die Hand gebrochen bei dem Unfall. Oha. Sah der Unfall übel aus oder war so Luschenunfall? Ja. Ah, war halt nicht so mega spektakulär aus. Okay. Also ich mag die Strecke hier nicht. Weil so der erste Sektor ist extrem, da gibt's halt nur Vollgas. Du musst einen Anbremspunkt treffen. Und jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin, ist es extrem eng. Ich bin gerade da auch ganz schön rausgekommen. Also hier zu überholen oder so, das ist richtig schwer. So, hier, den Teil mag ich auch nicht, weil ich mich hier öfters mal drehe. In der Kurve. Und die Boxen einfach finde ich auch kacke. Und ich komme wieder zu weit raus. Ich verstehe auch nicht, dass direkt hinter der Linie Kies ist. Ja, deine Runde war ja auch nicht optimal. Ja, ich bin hinten zu weit rausgekommen auch. Ah, ich bin zweimal voll ins Kies gefahren. Jetzt ist Pick vor mir. Oh, der lässt mir aber auch gut vorbei. Ah, es geht, ne? Ah, ich war voll über die Wiese. Er schraubt die Topspeed noch hoch? Ja. Ich nicht. Ein bisschen auf jeden Fall. Weil ohne DRS kommst du nicht an deine Topspeed ran. Deswegen so auf dem Rennen brauchen wir das nicht. Ah, da kommst du aber sehr weit raus. Musst du früh anbremsen, ja. Und ganz weit außen. Wow. Die Kurve ist eigentlich auch gar nicht so gar nicht so einfach, die wo du gerade ganz schön rausgekommen bist. Ich finde die, wo ich jetzt hier hinkomme, diese Rechtskurve hier, die finde ich ordentlich schwierig, finde ich. Wenn du die, du musst gut treffen, damit du denn hier keine Zeit verlierst. Und die hier ist auch assi. Diese komische Linkskurve hier. Also ich mag die ganze Strecke, ich finde die ganze Strecke komisch und schwierig und ich könnte zu jeder sagen, zu jeder Kurve irgendwas sagen, was ich scheiße finde. Und seht ihr genau das, die Reifen standen schon ordentlich quer. Ich habe mich fast gedreht. Bist du in die Box gefahren? Nee. Okay. Mal das Rennen ist meist ja auch extrem langweilig. Ich finde die Strecke auch an sich mit die schlechteste in dem ganzen Formel 1 Rennkalender. Mit Suzuka.
Obwohl Suzuka abwechslungsreicher ist. Warum findest du die langweilig? Suzuka? Ach, die hier? Ja. Weil die entweder du geraden hast oder scheiß Parts. Es gibt nicht sowas wie in Silverstone, wo du dann so coole Vollgaskurven hast oder keine Ahnung, was es noch gibt. In Monaco finde ich die Hafenschikane richtig cool. In Spa natürlich die Eau Rouge Kurve. Ja, jede Strecke hat halt ihr Spezielles. Zum Beispiel in Austin, Texas, die Anfangskurve, also die erste Kurve nach Start und Ziel, die ist halt extrem schwierig, weil man über eine Kuppel fährt. Wer nicht weiß, was ich meine, entweder gibt man mal YouTube ein und guckt mal Austin, Texas Onboard, oder wer Formel 1 selber spielt bzw. spielen kann, sollte mal Cockpit-Perspektive und dann Austin, Texas fahren. Also richtig im Cockpit drinne. Warte, kann ich ja mal kurz zeigen. Warte. So, ich kann ja mal so eine Runde fahren. So. Was mich am meisten nervt bei dieser Position, dass ich ein wenig zu niedrig sitze, dass mir die ganzen Sachen nicht angezeigt werden, wie viel Kers habe ich noch, habe ich DRS an oder aus? Okay, das angezeigt aber im Lenkrad. Ja, ja. Aber weißt du, da fehlt mir einfach ein bisschen was, wo ich so unten drauf gucken kann. Und die Spiegel nerven. Rechts und links. Mann, ich muss in der ersten richtigen Kurve da echt mehr abbremsen, also früher. Okay. Ja, da bin ich auch gerade ordentlich rausgekommen. Ich glaube, das habt ihr gerade gesehen. Die Spiegel nerven extrem, weil die genau meist da sind, wo die Kurven dann sind. So. Du hast auch in dem ganzen Spiel was zu meckern, ja? Nein, habe ich nicht. Ich bin halt nur kritisch. Mich kann man leicht für ein Spiel begeistern, wenn es die Grund... Also hier, ich finde das eigentlich ganz cool. Ist nicht so viel Simulation. Aber, dann sind halt so feine Sachen. Manche finden sie realistischer. Mann, es leckt bei mir heute aber auch. Sorry, dass ich mich unterbrochen habe. Ja, ist einfach so. Also, jetzt habt ihr mal eine Runde von mir so gesehen und Bestzeit. Ich würde mal sagen, ich fahre jetzt also die Runde jetzt nochmal zu Ende und dann würde ich mal sagen, machen wir mit dem Quali weiter. Ne? Oder? Jo. Aber schon krass, wie schnell dann in echt die Formel 1 Autos fahren, wenn man eine 1.13 fährt. Wenn die eine 1.13 fahren. Ich hab 2004 noch mit den schönen V10 Motoren. Ja. Na geil, schön hier mit den dreckigen Reifen. Was mir aufgefallen ist bei dir, Manuel, dass man bei dir teilweise noch mich doppelt hört. Ich weiß, ich kann aber irgendwie nichts dran machen, also ich weiß nicht. Dann musst du mal dein, musst du mich mal leiser stellen. Und mal gucken, ob sich dann irgendwas verändert. Mann, ich komme immer in der Kurve zu weit raus. Oha, das war knapp. In welcher? Ah, ist schwierig zu sagen. Da fährst du erst so rechts und dann fährst du diese so eine langgezogene links und dann fährst du Richtung Start und Ziel. Also so in die Nähe. Gut, ich weiß jetzt. Wow! Junge, fahr! Nein! Ey, du bist so ein Arsch, wenn ich jetzt die Strafe wegen dir krieg. Zum Glück nicht. Ach ja, ich weiß, welche du meinst. Bin jetzt viel zu schnell durchgebrettert. So, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im Quali. Schlusswort gebe ich natürlich fast wie immer an den Manuel. Jo, bis gleich. Ciao!